Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Rising World. Genau, wir sind immer noch in der Wüste, Yahoo. Da draußen siehst du sie, Juhu. Und wir haben schon ein paar Palmen abgebaut, da sind immer noch ziemlich viele in der Nähe. Und es fühlt sich immer noch ein bisschen strandmäßig an. Und unsere kleine Palme hier ist zu einer richtig großen Palme geworden. Die hat hier unten jetzt schon einen ordentlichen Durchmesser. Ich weiß nicht, ob die noch weiter wachsen wird, ist schwer zu sagen. Und hier außen ist jetzt der Kranz, den hatten wir letztes Mal schon gemacht, fertig. Und das gefällt mir noch nicht hier. Das gefällt mir ehrlich gesagt noch nicht so wirklich, dies mit dieser kleinen Spitze da oben. Ich habe hier hinten mal, unser Zitronenbaum ist gewachsen, sind noch keine Zitronen dran. Aber die Mohrrüben wollte ich schon sagen. Die Tomaten sind reif. Die können wir mal wieder ernten, pflücken. Ja. Und ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, was wir hier noch anpflanzen können, außer Tomaten. Erdbeeren wären eigentlich hier noch ganz nett, obwohl Erdbeeren eigentlich eher etwas Nordisches haben. Und weniger etwas Südländisches, beziehungsweise... Ja, Datteln gibt's ja leider nicht. Es wäre cool, wenn Dattelpalmen da wären oder wenn hier Kokosnüsse an den Palmen wachsen würden. Keine Ahnung. Irgendwas in der Art. Aber vielleicht können sich die Jungs von Rising World ja mal schlau machen, was denn in der Wüste noch so anfallen könnte. Wir haben da ja auch einen Kakti. Wir wollten unten unter die Zugbrücke auch noch Kakten machen. Also Kakteen. Kakteen. Das mit dem Holz gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Hier oben sollte ja Stein rein. Und hier eventuell ein Kaminschacht für unsere kleine Schmiede. Und das hier soll ja sozusagen die Wachstube werden und auch unsere Wohnstube irgendwo. Und hier wollten wir eine Treppe hochführen. Vielleicht sollten wir damit erstmal beginnen, dass wir da erstmal eine Treppe hochführen. Eine kleine Abkürzung nehmen. Wir könnten natürlich jetzt auch mit der normalen Bauweise weitermachen. Aber das ist ja für euch dann auch nicht ganz so interessant. Ich nehme mir also erstmal... diese Treppen, das sind so Ziertreppen, die habe ich verwendet hier. Ja, ihr seht das hier, da, so sind sie von der einen Seite und von der... Oh, warte mal, Eisen ist, glaube ich, fertig. Kurz einen Ofen ausschalten, der ist auch tierisch laut. Wenn man da so in der Nähe ist, man hört den bis auf den Hof, kann man diesen Ofen hören. Hier ist nochmal Eisen, da können wir noch Laternen rausbasteln dann. Ist zwar noch nicht hier, ich gehe mit meiner Laterne, wie nennt sich die Zeit eigentlich? Wo die Laternen umzüge. Gibt es da eine besondere Angabe für die Zeit? So ähnlich wie Weihnachten oder Ostern oder Pfingsten? Eher nicht, ne? Da gibt es eigentlich keine richtige Sache, wie man die Laternengezeit nennt. Oder mir ist sie einfach nur entfallen. Okay, das dürfte Eisen sein. Ja, das sind Eisenbarren. Haben wir noch Eisen? Hier haben wir noch Eisenerz 3 und Eisenerz23.de. Dann nehmen wir doch das erstmal. Und packen das hier in den Ofen. Ja, genau. Guter Plan. Langsam anfangen und dann stetig ansteigende Formen hier, ne? Ach so, ja. Hä? Packt man die Form? Hm. Wollte er eben nicht. Naja, gut. Steam macht auch ganz nebenbei noch so ein kleines Update. Naja, so ist das. Ich habe morgen habe ich einen Tag frei. Deshalb habe ich jetzt mal wieder Zeit, hier Rising World aufzunehmen. Und ich bin so ein bisschen froh darüber, dass... Oh, ja, 24. Haben wir noch irgendwo Eisen? Bin eigentlich auch ein bisschen froh darüber, dass ich es momentan so... Hier ist alles noch Kupfer. Ah, hier ist noch Eisen. Okay. Pass auf, dann packen wir... Wir wollen hier nicht einen halben Ofen brennen. Da auf keinen Fall. So, zack. Einschalten. Ist zwar laut, aber naja. Die Ventilatoren, hat der Messmann sagen geschrieben. Ventilatoren, dann ernst? Ist ja noch nicht mal ein Solargenerator hier irgendwo oder ein Solarfeld hier in der Nähe. Ist die jetzt wieder gewachsen? Ist die jetzt eben gerade wieder gewachsen? Hm, kommt mir so vor. Oder ich werde langsam wahnsinnig. Ach so, ja, wir wollten ja schufen, genau. Da, deshalb waren wir hier in die Kantine, wollte ich schon sagen, hier reingeeilt. Ja, Bögen brauchen wir auf jeden Fall. Wenn nicht, dann machen wir gleich ein paar Stufen. Wir haben hier noch Blöcke, das ist gut. Die Axt können wir erstmal ganz beiseite legen. Sollten wir allerdings nicht aus der Tasche nehmen, auf keinen Fall. Und hier haben wir drei Wolle, das wird niemals für ein Bett reichen, verdammt. Und dann machen wir uns noch ein paar Stufen an der Blockbank. Da haben wir hier unter Favoriten haben wir ja unsere unseren Sandstein abgelegt. Dann nehmen wir jetzt aber normale Stufen, würde ich sagen. Die hier. Die Treppe ist, glaube ich, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir mal für 6 Stufen.
So, und dann schauen wir mal, weil es sollte ja schon so breit auch werden, ne? Wir müssen also, ich würde sagen, wir sollten hier anfangen, Freunde. Mit den ersten Stufen, achso, haben wir schon in der Handleiste. Zack, da. So, drehen natürlich. Oder fangen wir hier vorne an? Dann werden wir hier mit der zwei... Nee, hier. Wir machen das erstmal so. Zwei. Drei. Das ist schon mal perfekt eigentlich. Können wir das hier schon mal durchziehen? Sechs für sechs Stufen. Also für sechs Dinge haben wir uns ja die Dinge aufgehoben extra. So. Weil wir sollten hier schon auch in der vollen Breite rübergehen, sage ich mal. Allerdings könnten wir hier auch Blöcke hin platzieren. Das muss ich mir noch mal überlegen. Jetzt geht auch gerade die Sonne unter. Da hat man immer diese üblen Überblendeffekte. Hier ist ja... Hier sind die Dinge. Da müssten wir eigentlich auch noch einen höher gehen. Weil ich werde die Zugbrücke gleich mal hochfahren. Bevor wir schlafen gehen. Damit wir auch sehen, wo die Oberkante von der Zugbrücke ist. Das ist auch ganz wichtig. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Jetzt da oben, da haben wir jetzt die Zugbrücke hier auf halber Höhe. Na, ihr seht das ja hier. Ich kann da, glaube ich, auch mal ranzoomen mit Z. Cool aus, ne? So, Zugbrücke ist oben. Dann schauen wir gleich nochmal. Es wird immer noch dunkel, aber wir gehen nochmal hoch. Ich hoffe, die Sonne blendet jetzt nicht zu sehr, dass wir hier auch noch was sehen. So, seht ihr, soweit ist die Zugbrücke oben. Da muss hier auf jeden Fall ein Vollblock hin. So. Dann ist die genau an der Oberkante. Ja. Das hieße, wir könnten hier jetzt dann so einen Steg rüber machen. Könnten hier rüber gehen. Dann müsste das allerdings weg da unten, würde ich erstmal sagen. Lass uns das mal wegnehmen. Ups. Oh wei, jetzt bin ich hier drauf, aber ich kann ja gleich noch fliegen. Lass uns das mal wegnehmen, das gefällt mir gerade nicht. Da würde ich nämlich gerne so ein großes Bild hinmachen oder was ähnliches. Aber das wird jetzt aber kompliziert werden. Alter Schwede, da habe ich mir was vorgenommen. Was ich mir immer so vornehme für so eine Folge. Weil seht ihr, wenn wir da jetzt so ein großes Bild hier aus den blauen Kupfer machen würden. Haben wir denn noch Kupferbarren? Die werden noch ein bisschen brennen. Haben wir noch Kupferbarren? 25. Alter Schwede. Ja. 25 Kupferbarren. Blockbank. Kupfer. Quatsch. Nicht Marmorfliesen. Kupfer. Da haben wir die hier. Da machen wir uns jetzt erstmal 2, 4, 6, 8, 10, 12 von. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Da müssen wir mal drüber schlafen, über diese Idee. Mal sehen, wie es wird. Gute Nacht. Geht ja gut los, die Folge, ne? Ach, kleinen Schluck getrunken und gleich wird's Tag. Es kann sich nur noch um wenige Stunden handeln. Wir sind fast am Verhungern. Tomaten essen, ganz wichtig. Und mal sehen, vielleicht können wir heute in der Aufnahme schon die ersten Zitronen wieder ernten. Ich bin noch so ein bisschen am Überlegen. Habe ich jetzt eigentlich irgendwelche Kommentare noch, die ich noch vorlesen müsste? Es waren wirklich wieder viele und es freut mich total, dass dieses Projekt, was ja, also das Spiel, ist ja nicht lange nicht so populär wie jetzt Minecraft, sage ich jetzt mal. Also Rising World ist ja gerade noch in der Entwicklung, ist noch Early Access, ist ein deutsches Studio. Es gibt noch gar nicht so viele große Let's Player, die das Ganze Let's Playern, sozusagen. So. Dann jetzt hier so machen, täten. Ich werde mal hier, oh, hört mal. Das hört sich ja cool an. Als wenn man über so Blechboxen läuft, ne? Oh, Taste hängt. Hä, jetzt. Ach, komm schon. Na, können wir hier oben drauf springen. Und da innen jetzt irgendwas anderes noch rein. Eventuell. Was sich davon noch ein bisschen abhebt. Müssen wir gleich mal von unten gucken. Auf jeden Fall hätten wir hier schon mal die richtige Höhe. Wir müssten ja dann noch hier noch einen drauf. Und dort noch einen drauf. Ja. Und hier könnten wir dann den Weg rüber gehen lassen. Das hieß, wir müssen auf der anderen Seite auch Stufen machen. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut hier. So, wie es jetzt ist. Aber hier kommen ja Editorbögen hin. Ja. Ja. Okay, wir gucken mal von unten. Das ist jetzt wirklich, ich plane das gerade jetzt hier in der Folge. Das ist natürlich auch ganz besonders toll.
Ja, es sieht ein bisschen albern aus, weil wir da keine direkte Kante haben. Wir könnten natürlich sagen, wir nehmen den Block weg. Und den, dann hätten wir hier einen Rahmen, zumindest für das Ganze. Aber dann würde die Säule so ein bisschen nach unten sitzen. Gefallen tut mir das Ganze irgendwie schon ganz gut. So, und da müsste dann noch irgendwas rein, ne? Wenn man jetzt hier so ein Dach drüber setzen würde und das dann mit so Bögen machen würde. Wisst ihr, wie ich meine? Was könnten wir denn noch, da noch als Kontrastblock nehmen? Ja, die hier nicht, weil ich finde die einfach nicht so schön. Man könnte natürlich noch sowas nehmen. Oder sowas. Auch aus Kupfer. Ornamentfliesen wurden mir auch vorgeschlagen. Könnten wir jetzt noch sowas nehmen? Aber irgendwie nein. Irgendwie nein. Haben wir noch Kupfer? Wir haben noch ein bisschen Kupfer da. Passt mal auf, Freunde. Wenn wir jetzt sagen, täten. Wir nehmen mal dieses Kupfer hier. Das kriegen wir auch in allen Blockformen, ne? Zum Beispiel auch so. Davon machen wir jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jetzt haben wir schon zu viel gemacht wahrscheinlich. Wir haben noch Kupfer da, also das ist nicht das Problem. Wir können auch Kupfer nachbrennen. Mal wieder hochgehen. Es darf nicht zu riesig werden, das Ganze. Da müssen wir jetzt aufpassen. Vor allem jeden Block, den wir wieder abbauen müssen hinterher, der ist unwiederbringlich weg. So, jetzt nehmen wir hier mal unsere Kupferblöcke. Die drehen wir jetzt mal so. Das hieße. Au, Mist. Den da einsetzen. Dann würden wir einen hier hinsetzen. Ah, warte mal, dann müssen wir noch so Eckblöcke machen. Ich will jetzt nicht zu viel verschwenden. Lass uns erstmal kurz überlegen. Ja, das sieht schon gar nicht schlecht aus. Im Kontrast zu dem anderen Kram. Wartet mal. Also ihr könnt euch wahrscheinlich ungefähr denken, was ich vorhabe, oder? Könnt ihr euch das nicht denken? Wie? Echt nicht? Bestimmt. Ihr seid doch... Habt doch riesige männliche Gehirne. Da müsst ihr euch das doch mit vor... Wir müssen hier mal anhalten, hier die Animation. Das ist das Großbild. Mit Doppelklick macht man das. Das ist nicht... Das ist es hier. 2, 4. So. Sparsam sein. Mit dem Kupfer sparsam sein. Hat mein Meister immer gesagt. Würde Werner jetzt wahrscheinlich sprechen. Okay, wir brauchen uns nicht mal so hindrehen wie bei Minecraft. Das müssen wir uns unbedingt merken. Wir können auch von hier aus das Ganze platzieren. So, wenn wir jetzt sagen, Tätretetäten, so. So. Hier natürlich dann drehen. Wie so ein Sofa. Dann würden wir sagen, hier machen wir dann diesen hier. Quatsch. Nein. Soja. Sojabohne. Einmal so, dann hier nochmal drehen das Ganze. So. Aber jetzt sind wir wieder zu nah dran. Bisschen zurückgehen. Moment. So. Dann in der Mitte könnten wir dann irgendwas Schönes reinsetzen. Hier oben machen wir dann wieder den hier. Ja, ist richtig. Und hier machen wir einen auf... Oh wei. Oh, sieht man das schlecht. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ich glaube aber schon. Und hier drehen wir den jetzt mal so. So, jetzt müssten wir da eigentlich so ein Eck haben. Ich mache was mit euch. Ja. Da können wir dann eventuell so eine Art Fenster reinsetzen. Okay. Und da oben würde ich jetzt nämlich sagen, gefällt mir eigentlich schon ganz gut so. Bis auf die Tatsache, dass wir da Säulen haben. Die werden wir wieder wegnehmen. Die Säulen nehmen wir da weg. Passt mal auf. Es ist natürlich jetzt geht's schon an die Verzierung so ein bisschen, ne?
Die Säulen, die kosten ja nichts. Ach, Säulen, ey, wie viele Säulen haben wir gebaut? Bisher. Unglaublich viele. Dann nehmen wir jetzt Blöcke. So. La 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 la. Ach so, und hier würden wir nämlich dann sagen, das auch weg. Das auch weg. Und da würden wir dann eventuell, warte mal, habe ich das sogar dabei? Das haben wir sogar dabei. Hier so Halbdinger hinsetzen. Oder einen höher. Wenn ich das einen höher mache, wartet mal. So, ah Mann, komm schon her. So. Nicht ungeduldig werden. So, wenn wir jetzt hier sagen würden, wir machen jetzt hier so eine Säule hin. Zack. Hä? Was denn jetzt? Dann hier ein Kupferblock natürlich wieder hin. Passt sowieso noch nicht so ganz, hundertprozentig. Hier müsste natürlich noch ein Kupferblock hin. Dann würden wir hier wieder so ein Schwimms hin machen. Also Schwimms steht jetzt für Säulenkante. So, dann da wieder ein Kupferblock hin. Können wir drauf hochgehen? Ja, das geht sogar. Unglaublich. Von der anderen Seite das gleiche. Als Eingangsportal Begrenzung oder um das Eingangsportal noch ein bisschen hervorzuheben. Obwohl es ja eigentlich noch nicht genug hervorgehoben ist. Ist ja schon unglaublich präsent, wenn man es so haben will. So und so. Na, hatten wir es gemacht auf der anderen Seite auch. Okay, jetzt brauche ich mal ganz kurz hier mein Jetpack. Jetpack Start. Jetpack Start. Hallo. Hat einen kleinen Hänger gehabt, mein Jetpack. Naja, soll vorkommen. Okay, da haben wir dann so, ne? Ja. Sieht fast ein bisschen mexikanisch aus, was ich jetzt hier baue. Aber mexikanische Musik spielt ja auch im Hintergrund. Daran wird es liegen. Die mexikanische Musik hat die Schuld auch. So, man könnte da... Oh, nee. Jetzt drehen wir es nochmal. Oder man könnte hier auch dann schon wirklich so... Ja, das wäre auch cool. Das wäre noch cooler. Wartet mal. Das ist noch cooler. Runter. Landen. Das war wieder F3. So. Oh Gott, warum einfach, wenn es so kompliziert geht, lieber Opa Zeron? Ja, ja, ich weiß. Aber es geht ja halt auch kompliziert. Und dann mache ich es auch kompliziert. 2, 4. Noch ein? Na gut, komm, weil ihr es seid. Und da rennt er wieder hoch. Den altbekannten Weg. Dann haben wir nämlich hier auch Kupfer, wisst ihr? Wisst ihr? Können wir das hier drehen. Zack. Das sieht noch cooler aus. Das sieht noch besser aus. Yeah. Obwohl es... Dieses Kupfer teilweise... Es ist immer so ein bisschen eine Ansichtssache. Warum ist das hier... Ach, weil wir hier noch keine Treppe haben. Alles klar. Kein Problem. Ich reg mich nie auf. Hier kommt es dann auch hin. So. Hier käme dann ein Kupferblock hin. Moment. Haben wir noch welche? Keine Kupferblöcke mehr? Ah, seht ihr, das wird doch, da wird ein Schuh draus. F2. Wir machen das jetzt der Schnelligkeit halber gleich alles mal mit Fliegen. Da müssen wir jetzt wieder auf Block zurückgehen. So. Egal, komm. Haben wir ein paar gemacht. Wir haben so viel Kupfer gesammelt, das wollen wir uns auch selber entlohnen. F2, fliegen wir hoch. Dann setzen wir hier jetzt die beiden Kupferblöcke, die 1000 Kupferblöcke hin, die wir gemacht haben. So. Und dann wäre hier in die Mitte. So dann sozusagen, ne? Und dann hätten wir hier unser Kupferdach dann sozusagen auch fertig. Arg! Das hätte nicht passieren dürfen. Das war ein Flüchtigkeitsfehler. Und hört mal, wenn das kaputt geht, hört sich an wie Glas. So. Und dann hier ein auf den. Dann müssten wir hier allerdings wahrscheinlich noch sogar den einen wieder rauskloppen.
Das hört sich echt an wie Glas, wenn das zerbricht. Und oben machen wir jetzt einen Halbrund drauf. F2. Jetzt wieder eine reine Baufolge, ne? In der letzten Folge hier Action mit Bären und so. Ah, nee, das war in der vorletzten. Na gut. Geht ja immer noch. Oh, die Folge ist schon wieder rum. Verdammt. Ja, Leute. Folge ist rum. Ich zeige euch aber noch ganz kurz, weil ich kein fieser Fiesling bin, dass ich hier so ein Halbding baue. Ja. Also, liebe Leute, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal im schönen Googletal. Sagt euer Opa Zerron. Das bin ich. Und dann schauen wir mal, was wir hier aus der ganzen Schote machen. Also, bis zum nächsten Mal.